Ja, Hallöchen. Da sind wir wieder. Diesmal, ich glaube, eine andere Perspektive. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich letztes Mal die Kamera aufgestellt habe. Ja, mal schauen. Mein Bildschirm flackert vom Handy. Auch geil. Ich weiß nicht mehr warum. Aber das ist das letzte Mal, dass es so beschissen aussieht. Weil ich habe mir jetzt eine Handyhalterung gekauft. Und ja, nächstes Mal wird es anders aussehen. Am Montag kommt es an, mal schauen. Ich habe keine Ahnung. Also was ist hier los? Warum stehst du einfach auf der Straße? Gehen Sie mal weg und dann kommt ein Bagger. Interessant. Okay, danke. Er hat mich durchgelassen. Sehr nett. Ja, mal schauen, wie oft mein Handy heute runterfällt. Ich vermute einmal. Beim zweiten Mal wird es dann peinlich. Ja, und diesmal sieht auch mein Bart besser aus. Ja? Ich habe einen Zuschauer gehabt, der sich beschwert hat. Derjenige weiß schon Bescheid. Hier, Spitzname Red. Ja, grüß dich. Oh. Jetzt kommt mir. Das ist nicht dein Ernst. Vor mir. Ein scheiß Wohnwagen, der Einbahnstraße kommt ein Wohnwagen entgegen, Digga. Was ist denn das? Diese scheiß Baustelle. Die wird noch bis September dauern oder so ein Mist. Gar kein Bock. Und auch heute ohne Brille. Die liegt hier irgendwo. Weil es war auch witzig mit der Brille. Hier ist die legendäre Brille. Ich weiß, entweder die ist kaputt. Weil ich mich draufgesetzt habe aus Versehen oder ich habe keine Ahnung, was damit ist. Na, egal. Und wir haben noch das der heutige Wetterbericht ist heute scheiße. Obwohl es geht. Also viele Wolken am Himmel, kein Regen, wie die angekündigt haben. Es hat nicht mal in der Nacht geregnet. An anderen Orten hat es geregnet, nur nicht bei uns. Weißt? Schieben einfach Klimawandel ist schuld. Irgendwie sowas. Warum versprechen die Sachen, wenn es gar nicht passiert, weißt? Komm, das Witzige ist, ich habe mich letztes Mal beschwert, wieso ich keine Musik habe. Ich Depp hätte einfach Musik hinzufügen können. Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht. Oder ich lasse die Vlogs ohne Musik. Und wir haben jetzt Freitag, das heißt, wir haben Wochenende, das heißt, zocken und streamen. Bin gespannt, ich bin noch unschlüssig, was ich streamen soll. Ich habe gehört, bei Escape from Tarkov gibt es ein neues Event. Und das soll ziemlich einfach sein, ich glaube, das werde ich erledigen. Ich glaube, ich muss, glaube ich, für einen Mechanic, das ist ein Händler, muss ich eine Waffe basteln. Ich habe eh genug Kohle. Und das sollte eigentlich relativ einfach sein. Da gibt es auch eine kleine Belohnung für den nächsten Wipe. Und der Wipe soll. Also das Event geht bis zum 6. August. Das ist nächste Woche. 4 Tage. Samstag. Sonntag. Dienstag ist der 6. Und ja, meistens ist der 8. Also meistens ist der Donnerstag ein Wipe. Das wäre der 8. Kann ich mir schon gut vorstellen. Also auch krass. Bald soll ja Escape from Tarkov 1.0 rauskommen. Das heißt, das ganze Spiel ist dann draußen. Und die haben jetzt auch 8 Jahre gebraucht für das Spiel. Die wollten es gleich schon früher rausbringen, haben es aber halt nicht geschafft oder waren zu langsam, was weiß ich, was da los war. Aber ich bin gespannt. Ich vermute, dieses Jahr wird es nicht rauskommen, die 1.0 Version. Ich denke eher mal nächstes Jahr, kann ich mir gut vorstellen, obwohl nächstes Jahr auch gefährlich ist, weil nächstes Jahr kommt GTA 6 raus.
Und nächstes Jahr kommt noch Monster Hunter Wilds raus. Das wird auch ziemlich geil. Also nächstes Jahr wird auch ein heftiges Spielejahr. Bin ich sehr gespannt. Und ja, Escape from Tarkov, es wird schon ein geiles Spiel. Also auch wenn es jetzt dieses Jahr sehr viel Hate kassiert hat wegen der neuen Unheard Edition, die 250 Euro kostet, die ich habe, aber zu meiner Verteidigung, ich habe nicht 250 Euro gezahlt, sondern nur 110. Weil es gab davor eine teure Version für 150, glaube ich. Die wurde dann aber vor ein paar Monaten, also Anfang des Jahres, entfernt. Und dann kam die Unheard Edition. Und du konntest halt von der 110er Version upgraden auf die Unheard. Und das waren halt auch nochmal 110 oder irgendwie sowas. Also nicht der ganze volle Preis zum Glück. Aber auch wenn es schon dreist ist von den Entwicklern, dennoch möchte ich die unterstützen, weil es schon ein ziemlich uniques Spiel ist. Also das Spiel wirst du nie wieder so, es wird kein Spiel wie Escape from Tarkov nochmal rauskommen. Das wird ein einmaliges Ding. Es werden Kopien rauskommen, es gibt Kopien, aber die werden nie an Escape from Tarkov rankommen. Zum Beispiel wir haben, wie heißt das Spiel? Arena Breakout Infinite. Das ist schon gut, aber für mich ist es auch nur so ein Escape from Tarkov Abklatsch. Und wir haben jetzt auch noch Delta Force Hawk irgendwas. Das wird auch gut, aber das ist ein bisschen futuristischer als Escape from Tarkov. Weil Escape from Tarkov spielt in nicht in Russland direkt, sondern in so eine erfundene Stadt in Russland. Oder Ort, besser gesagt. Ja, ich bin gerade hier in der Nähe, wo ich das nächste Mal zum Friseur gehen werde. Weil letztes Mal, der Friseur hat mich gefickt, Alter, letztes Mal. Alter Falter, ich hatte so schön Bart. Bisschen länger als jetzt gerade. Bruder, ich habe gesagt, nur ein bisschen, nicht viel. Aber Bruder, der macht mir so viel weg, der hat mein Leben gefickt, Alter. Ich dachte so, ja, okay, passt schon. Ich wächst eh nach. Aber nächstes Mal weiß ich, wo ich hin muss. Die können das richtig machen. Da weiß ich auch genau, was ich sagen muss. Nicht kürzer, sondern einfach, ich will wachsen lassen. Bitte mach so ein bisschen schöner. Oh, da kommt ein LKW, jetzt aber schnell. Einfach die Fahrradfahrer anlächeln, weil du willst nicht rüberkommen wie ein Arschloch. Du willst immer natürlich nett bleiben, aber Digga, Fahrradfahrer auf dem Straßenverkehr sind schon nervig. Die sind schon nervig. Also ich finde es krass, bis jetzt ist das Handy nicht einmal runtergefallen. Das finde ich gut. Wieso hole ich mir deine Handyhalterung, wenn es auch so geht? Egal. Ich glaube, das wird dann, also die Handyhalterung wird da sein und auf mich gucken. Ich hoffe, das wird dann passen von der Perspektive. Aber ich probiere es am Montag aus. Oder Dienstag. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie regelmäßig das hier kommen wird, weißt du? Wenn ich jetzt jedes Mal aufnehme, wenn ich nach Hause fahre von der Arbeit, ob ich dann jeden Tag ein Video rausbringe. Ich vermute nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich vermute, ich streame ja immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Und ich werde vermutlich an den Tagen, wo ich nicht streame, ein Vlog hochladen. So, das kann ich mir gut vorstellen. Gleich, wenn ich nach Hause komme, gibt es erstmal lecker Bierchen. Ja. Dann chill ich ein bisschen. Lad das Video hoch. Und dann zocken wir irgendwas. Live auf Twitch. Ja, entweder Once Human oder Mortal Online 2. Vielleicht Escape from Tarkov. Nee, Escape from Tarkov ist zu kurz. Da kriege ich nicht viel Content raus. Sozusagen. Dann vermutlich eher. Ich weiß nicht, Mann.
Schwierig. Sehr schwierig, aber ich vermute, Escape from Tarkov sehr viel dann, wenn der Vibe da ist. Ja, da wollte einer vordringen, alles klar, Digga. Und wollte mir die Vorfahrt nehmen. Okay, gleich kommt wieder eine Stelle, wo mein Handy runterfallen kann. Mal schauen, ob das passiert. Ich könnte auch so Intros baiten, ne? Ich mache einfach so, oh mein Gott, was ist das? Und dann Cut. Und dann kommt das echte Video. Vielleicht könnte ich jetzt auch jetzt schon machen. Das ist jetzt auch ein Teil. Ich mach das einfach und dann seht ihr das hier. Wie ich es erkläre, wo ich es gemacht habe. Das ist schon witzig. Eine witzige Idee. Also ich glaube, es wird safe heute noch regnen. Ich sehe so viele graue Wolken da hinten. 100%. Ich glaube, es wird aber richtig stark runterregnen, glaube ich. Weil wir hatten jetzt die letzten Tage übelste Hitze immer. Durchgehend Hitze. Das wird wahrscheinlich so richtig stark runterregnen. Überflutung 2.0. Na komm, fahr. Sonst krieg ich wieder rot. Okay, alles gut. Ist das Fahrschule oder warum fährt er so langsam? Nee, ist nur ein VW. Okay. Ja gut, Leute. Das war's auch schon. Tatsächlich. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wir sehen uns. Der nächste Vlog, würde ich sagen, kommt nächste Woche Dienstag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und komm gern vorbei auf meinem Twitch-Channel, wenn ich live bin, RickRayTV. Lasst gerne ein Follow da, lasst auch hier gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Vlog. Tschüss!